Manuela. Manuela, welches Produkt verkaufst du? Harmonie. Harmonie. Gibt es das in Tuben oder in Dosen? Das gibt es sehr individuell in den Abpackungen, ja. Hm. Okay, dann nehme ich eine Tube Harmonie. Eine große oder kleine? Kleine. Erstmal nur zum Probieren. Ich hätte jetzt eine große vermutet, aber ist okay. Ja? Hm. Wieso? Denkst du, ich habe eine gestörte Familie oder was? Nur eine Vermutung. Sagen wir, dein Begriff der Harmonie passt in den Oberbegriff, wenn wir von oben nach unten gehen, also auf der Metaebene Freude, Komfort, Freude, das bedeutet, wenn es der Familie gut geht, wenn es weniger Stress hat, wenn man einfach sich weniger Sorgen macht. Wir bleiben mal noch in dem oberen Bereich, ja, also auf der Submetaebene sprechen wir von Freude oder Komfort. Verrat mir mal den Namen deines, den Verkehrsnamen, den Verkehrsklarnamen deines Produktes. Ich biete Coaching an für 50 plus. Coaching für Fortgeschrittene. Was für ein wundervolles Produkt. Denn die besten lebenserhaltenden Maßnahmen finden nicht am Tropf an irgendeiner Klinik statt, sondern die beste lebenserhaltende Maßnahme ist das innere Glück. Wer lacht, eine Gedankenhygiene in der Lage ist, durchzuführen, wer weniger belastende Pestizide mit sich herumführt, wer lebensbejahend, wer eine gute Einstellung hat, der wird weniger, das wissen wir. Und wissen Sie, wenn ich mir Manuela, ja, Manuela so anschaue, sie hat ein Schlüsselrezept auf dem Weg, 100 Jahre alt zu werden, das ist eins.